Was geht und willkommen zurück zu Project Zomboid. Direkt hier zum Start mit der Action. Ein paar Zombies hier unterwegs, mich killen zu wollen oder fressen zu wollen. Wir waren in der letzten Folge auf der Suche nach ein paar Lederstreifen, um uns ja ein paar einen improvisierten Backpack zu craften. Und dafür brauchen wir halt Lederstreifen. Allerdings erweist sich das schwieriger als gedacht. Aber man muss eins sagen, ich überlebe gerade sehr, sehr gut. Oh, da habe ich mich gerade verjagt. Okay, wir sollten ein bisschen unsere Rohrzange aufsparen. Aber ihr seht, Lederstreifen zu bekommen ist sehr, sehr schwer. Polizeishirt, hat das vielleicht Lederstreifen? Lakenseil, nein. Kleidung zerreißen, nein. Da kriegen wir normale Stofffetzen. Aber wie wir wirklich an Lederstreifen kommen, kein Plan. Jeansshorts auch nicht. Socken, Jeanshemd vielleicht? Nee, da kriegen wir Jeansstofffetzen oder so einen Scheiß. Ach man, das ist doch nicht so geil. Dörrfleisch können wir aber mal mitnehmen. Wir sind auf jeden Fall klamm, weil wir die ganze Zeit hier rumfighten. In der letzten Folge auch schon. Ihr seht, wir sind erschöpft. Aber uns geht's noch gut. Es ist 16 Uhr. Oh, oh, ich glaube... Oh, war es 16 Uhr oder 18 Uhr? Ich schau mal ganz kurz. Ich glaube 18 Uhr, ne? Ja, 18 Uhr war's. Das heißt, wir haben noch eine knappe Stunde, 1,5 Stunden. Und dann müssen wir wieder irgendwo zurück zur Base oder halt ja in irgendeiner Hütte. Also in jeder Hütte ist ja ein Fernseher. Deswegen müssen wir nicht zwingend zurück. Aber wenn es dunkel wird, würde ich schon gerne zurück in meine Safe Base. So nenne ich es jetzt mal. Unsere erste Safe Base. Weil wir da auch Vorhänge haben und so, da können uns die Zombies nicht sehen. Das ist schon ganz praktisch. So, ich glaube, hier unten waren wir noch nicht. Ich weiß, wie gesagt, nicht, ob es Sinn macht, jetzt weitere Wohnhäuser zu looten, weil wir haben eigentlich schon alles. Wir haben genug Essen, wir haben ja jetzt eigentlich gute Waffen mit einer Rohrzange und einem Beil. Wir haben Küchenutensilien, wir haben eine Flasche. Wir bräuchten eigentlich jetzt dringend ein Backpack. Das ist es, was wir brauchen. Dafür brauchen wir, also entweder wir finden so einen Rucksack oder wir finden halt Lederstreifen. Der Kollege hat hier eine Jacke, eventuell kriegen wir daraus Leder. Oh, 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 gefährlich. Okay, ich hoffe, die da hinten haben mich nicht gehört. T-Shirts, Sneakers, Jeans, nein. Rundheitspullover kriege ich daraus wahrscheinlich nur Stofffetzen. Hoodie kriege ich wahrscheinlich auch nur Stofffetzen, oder? Leider ja. Und aus der Hose leider auch. Okay, das ist nicht so geil. Wir gehen mal in diese Hütte rein. Da waren wir bislang noch nicht. Das sieht... Ist das ein Wohngebäude? Nein, da sind... Das ist, glaube ich, kein normales Wohngebäude. Wir schauen mal. Mit der Hoffnung, dass hier im Fernseher ist, weil es ist gleich 18 Uhr. Und ich würde gern die Sendung um 18 Uhr mitnehmen. Okay, hier waren auf jeden Fall schon welche drinne. Und ohne Handschuhe die Fetzen weg... Oh. Scheiße. Okay, das war nicht so gut. Verdammt. Ganz schnell weg hier. Es ist die Frage, soll ich zu mir in die Base schnell rennen und mich da verstecken? Macht das Sinn? Oh, nee. Ich glaube, ich muss die von meiner Base weglocken, ne? Das war nicht so geil. Das war richtig scheiße. Wir laufen mal irgendwo. Wir verstecken uns mal irgendwo. Oh nein. Ich glaube, ich muss in die Büsche. Ich glaube, die Alarmanlage ist ausgegangen. Das Ding ist, ich habe keine Ahnung, wo ich hinlaufen soll. Okay, wir laufen mal in die Richtung. Da sieht es relativ zombiefrei aus. Vielleicht können wir mittlerweile ein bisschen gehen. Okay, wenn es nur ein paar sind, ist es okay. Okay, wir versuchen mal hier irgendwie hinter den Häusern rum nach Schutz zu suchen. Oh mein Gott, Junge, willst du mich ver... Okay, hier sind doch ein paar mehr. Das Problem ist, hier sind halt sehr, sehr viele Zombies. Ich brauche irgendeinen Spot, wo wenig Zombies sind. Aber es sind überall welche, ihr seht. Ich kann mich nirgendwo verstecken. Vielleicht wieder zu meinem Safehouse. Macht das Sinn? Hier sieht es ja relativ ruhig aus. Eventuell haben die mich schon verloren. Vielleicht hier schnell rein. Fenster schließen. Und verstecken. Oh, Junge. Okay. Versuchen uns hier zu verstecken. Gucken mal, ob hier Zombies sind, aber es sieht nicht so aus. Okay, da ist ein Zombie. Ich hoffe, die sieht mich nicht. Wir machen mal ganz leise Fernseher an. Ich will mir nämlich den Life and Living Kanal anschauen. Das ist wichtig. Die Frage, was ist das für ein Sender? Beziehungsweise für ein... Okay, ist schon vorbei. 18:40. Super. Haben wir verpasst, aber gut. Können wir nichts für. Es war auch gerade ziemlich chaotisch. Wir haben es aber hingekriegt.
Irgendwo klopft es an der Scheibe. Da hinten an der Scheibe, okay. Ich vermute, dass dieser Zombie mich gehört hat. Ja, hat mich gehört. Um den kümmern wir uns jetzt aber erstmal. Okay, 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 okay. Ah, scheiße, ich glaube, wir waren hier sicher. Ah, verdammt, 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 okay. Vielleicht können wir die irgendwie einzeln erledigen. Ich nehme mal meinen Beil. Ich glaube, dass der Beil ist doch ein bisschen effektiver. Oder auch nicht. Ich weiß es nicht. Okay. Okay, kein Zombie mehr in der Nähe. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Ich gehe einfach mal von hier wieder rein. Fenster schließen. Einmal alles auffüllen, damit wir unser Durst stillen können. Sind da draußen noch Zombies? Nein. Okay, es scheint, als wenn wir alle erledigt hätten. Ich würde sagen, wir essen erstmal was, um uns zu stärken. Das machen wir einmal auf. Das machen wir einmal auf. Und ganz ehrlich, wir können ruhig viel mehr essen. Und wir sind müde. Holy moly. Ich glaube, wir sollten auch direkt schlafen gehen gleich. Wie sieht es mit unserem Zustand aus? Okay, wir wurden weder gebissen noch gekratzt. Das ist sehr gut. Ja, da hinten ist ein Zombie. Ich muss irgendwo schlafen. Hier ist leider kein gutes Bett. Können wir Sheets craften? Nein. Scheiße, wir können keinen. Wobei, doch, sollten wir. Ich glaube, wenn wir die Stofffetzen reinigen, sollten wir Sheets craften können. Nein, auch nicht. Verdammt. Ah, ätzend. Sehr, sehr ätzend. Dabei hatten wir doch so ganz viel Gelegenheiten, an Stofffetzen zu kommen. Also hier kann ich auf jeden Fall schlafen. Das Problem ist, hier lungert ein Zombie draußen rum und der kann mich halt durch die Scheibe aus sehen. Da ist es halt nicht so geil. Saxophon, okay, interessant. Und deswegen wären halt diese Sheets so wichtig. Ich kann aber, glaube ich, nur einen aktuell craften. Zuziehen. Sieht er mich von diesem Fenster aus, wenn ich hier schlafe? Ich hoffe nicht, aber ich will dieses Risiko ehrlich gesagt nicht eingehen. Hier ist doch, hier ist auch noch ein Pullover. Das können wir doch einmal direkt zerreißen. Vielleicht haben wir dann genug Stofffetzen. Einen weiteren Sheet, ja, haben wir. Glück gehabt. Dann können wir das hier einmal zumachen und hier in Ruhe schlafen. Die Sheets nehmen wir aber auf jeden Fall mit für unsere Base. Unsere eigentliche Base. Aber hier haben wir dann erstmal unsere Ruhe. Ich bin überlegen, hier irgendwie was vorzustellen. Kann man das Teil hier nehmen? Okay, das enthält Gegenstände. Das enthält keine Gegenstände. Deswegen nehme ich mal diese Kiste und packe sie vor die Tür. Ganz einfach, weil dann die Zombies da, glaube ich, nicht durchkommen. Okay, dann bin ich hier jetzt, glaube ich, erstmal sicher. Holy moly. Und ja, ich würde sagen, ich gehe auch direkt schlafen. Es ist 21 Uhr, wir sind auch schon sehr, sehr müde. Wir können auch nichts weiter machen. Deswegen würde ich sagen, einmal schlafen. So, es ist 4 Uhr am Morgen. Ich nehme die Sheets auf jeden Fall mal ab. Die nehme ich auf jeden Fall mit. Ich würde gerne zu mir in der Base zurückkehren, nämlich hier zu dieser. Das Base, ne? Weil hier haben wir halt alles, was wir brauchen. Problem ist, ich weiß nicht, wie sicher es da jetzt ist. Da ist halt der Alarm angegangen in der Nähe und es könnte sein, dass es da von Zombies wimmelt. Könnte gefährlich werden. Bevor wir losgehen, werden wir hier aber erstmal ein bisschen was essen, sämtliche Stofffetzen reinigen und dann sollte es losgehen. Okay, wunderbar. Blechdosen können weg, sind gut gesättigt. Wasserflasche können wir noch einmal fix auffüllen und dann let's go. Ja, es ist halt noch ein bisschen dunkel. Eigentlich ist es zu dunkel, um loszuziehen. Ja, es ist eigentlich viel zu dunkel. Ja, es ist viel zu dunkel. Schaut mal. Okay, sehr gut. Den haben wir erledigt. Vielleicht warten wir doch noch ein bisschen. Oh Gott. Hätte jetzt nicht gedacht, dass es so dunkel ist, aber es sieht wahrscheinlich nur so aus, weil hier die Lichter an sind. Deswegen wirkt es halt so hell. Ohrhörer, Elektroschrott nehmen wir mal erstmal nicht mit. Vielleicht können wir uns aber einmal komplett waschen.
Okay, sehr gut. Und bevor wir losgehen, macht es eigentlich jetzt sogar noch Sinn, weil es ja auch gleich 6 Uhr ist, die Fernsehsendung zu schauen. Why not? Live and Living Kanal sollte gleich soweit sein. 6 Uhr und dann schauen wir uns mal an, was hier gezeigt wird. Stock People Celebrate. Mal gucken, was hier gelevelt wird. Kochenfähigkeit. Interessant. Okay. Oder ist das immer so? 6 Uhr kochen, 12 Uhr Tischler und 18 Uhr, glaube ich, die Überlebensfähigkeit. Ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall sind wir in der Kochenfähigkeit bald auf Stufe 2. Das ist Wahnsinn. Also dieser Skill, schneller lernen, ist halt wirklich, wirklich gut. So, jetzt sollten wir aber ein bisschen mehr draußen sehen. Ja, da ist es doch viel besser. Und dann machen wir uns... Oh mein Gott, war das eng. Oh, hätte der uns gebissen, dann wäre es das jetzt gewesen. Dann wäre es das mit Craig Lynch, unserem Bauern, gewesen. Direkt nach Tag 3 oder 2, was auch immer. Ich glaube, 2 Tage haben wir bislang überlebt, ne? So, unsere Base ist hier unten. Ja, schaut mal, hier unten ist unsere Base, die wir schon mal vorbereitet haben. Und hier sind ein paar Zombies, aber auch nicht allzu viele. Die 3 sollten wir hinkriegen, die anderen 3 eigentlich auch. Aber erstmal die hier. Sehr gut. Sehr gut. Okay, da kommen direkt andere. Okay, das war schlecht gemacht. Okay, mehr sind das auch anscheinend nicht. Haben die irgendwas mit Leder? Das anscheinend nicht. Nee, nichts mit Leder. Das ist der Wahnsinn, ne? Da haben wir in den letzten Folgen schon sehr, sehr oft nachgesucht und nichts gefunden. Das ist der Wahnsinn. Was haben wir denn eigentlich für eine Hose an? Wir finden gerade so viele Militärhosen. Ich würde sagen, die ziehen wir auch direkt mal an. Hat er Bissverteidigung? Warte mal, ist die Jeans schlecht? Die hat Bissverteidigung 10 und Kratz 20 und die Militär-Camo-Shorts? Ach so, klar, weil es eine Shorts ist. Logisch. Okay. Hier scheint es relativ... Oh, okay, guck mal, da unten sind sehr, sehr viele. Natürlich, das sind halt alles die Zombies, die... Ja, klar, durch die Alarmanlage angelockt wurden. Sneakers, Jeans, uninteressant. Ja, ich würde schon gerne hier außenrum ein bisschen aufräumen. Ein bisschen schon mal präventiv. Nicht, dass die mich nachts hier angreifen. Diese 3 sollten relativ easy erledigt sein. Ich glaube, die nehmen wir auch direkt mit. Na, komm schon. Okay, wir sind dann auch direkt panisch. Präzision ist verringert. Nicht so geil. Ja, 3 sind da doch ein bisschen schwieriger. Okay, wir haben da einen Krabbler. Die Krabbler finde ich ganz unangenehm. Okay, aber kriegen wir gut hin. Kriegen wir sehr gut hin. Wunderbar. Was haben die? Schwarze Rüschenunterhose. Interessant. Militärstiefel, was haben wir? Wir haben auch Militärstiefel. Jeanshemd war uninteressant. Und BH ist nicht aus Leder. Schade. Peacoat, okay. Was auch immer ein Peacoat ist. Anzughose, ist sie aus Leder? Nein, schade. Mann. Das ist echt ätzend. Okay. Nichtsdestotrotz. Was war das? Militärsweater. Der Militärsweater ist sogar besser als das Holzfällerhemd. Ich würde sagen, das ziehen wir auch dann einmal direkt an. Können wir theoretisch auch um die Taille binden, aber wir haben doch schon was um die Taille gebunden. Wir ziehen das aber mal an. Hat er irgendwas anderes ausgezogen dafür? Nein, wir haben tatsächlich sogar das Holzfällerhemd auch an. Also wir haben alles an jetzt sogar. Könnte ein bisschen zu warm sein, aber solange er nicht meckert, why not? Umso mehr Schutz für mich. Okay. Es ist 8 Uhr. Ja, die würde ich hier unten gerne erledigen, ne? Einer scheint mich gesehen zu haben. Oder auch nicht, der läuft einfach nur rum. Die da unten würde ich gerne erledigen oder irgendwie weglocken. Genauso wie diese Horde da. Ich werde erstmal reingehen. Die Sheets, die ich gecraftet habe, kann ich hier leider nicht anbringen. So ein Mist aber auch. Ich glaube, wir haben genug Sheets für alles. Problem ist halt für dieses hier halt nicht, ne? Weil wir da aus irgendeinem Grund nicht rankommen. Ich würde aber sagen, an der Stelle mache ich jetzt erstmal einen Cut. Es war eine sehr aufregende Folge. Der Start war schon sehr, sehr chaotisch und actiongeladen. Und dann noch diese scheiß Alarmanlage, als wir in das Haus reingehen wollten. Aber wir haben es hingekriegt, Gott sei Dank. Wir sind jetzt hier ein bisschen sicher. Ich ruhe mich
hier ein bisschen aus. Vielleicht bleibe ich bis 12 Uhr hier, guck dann nochmal in die Sendung um 12 Uhr und dann müssen wir mal gucken, was wir machen. Wie gesagt, wir sind bislang nur in dieser Gegend gewesen. Ich würde schon gerne hier auch irgendwie weiter nördlich, weil hier ein Fluss ist. Vielleicht so ein bisschen Nahrungsquelle erweitern, weil Konserven halten nicht ewig. Das mit den Konserven muss ich sagen, es gibt doch schon sehr, sehr viele Konserven. Ne? Vielleicht hätte ich das in den Einstellungen. Weißt du was, ich mache das mal. Kann ich in den Sandbox-Einstellungen? Ich habe ja so eine Mod geladen, dass man Sandbox-Einstellungen ändern kann. Ich stelle hier mal die Nahrungsmittel auf sehr selten. Die Nahrungsmittel mache ich mal auf selten und die Konserven mache ich mal auf sehr selten. Den Rest lasse ich auf selten. Änderung anwenden. Ich weiß nicht, wann das greift oder ob das überhaupt greift, weil es sind mir doch ein bisschen zu viele Konserven. Also es bringt mir nichts, nach Alternativen zu gucken, irgendwie zu jagen, Fallen zu stellen, angeln zu gehen, weil mit diesen Konserven werde ich ewig auskommen können. Ja, in dem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen. Schreibt gerne in die Kommentare, was so unser Ziel sein soll und ja, ob euch das Projekt gefällt, ob ihr gerne mehr vom Project Zomboid sehen wollt und so weiter. Haut alles in die Kommentare rein, liked das Video. Bis zum nächsten Mal. Ciao.